Ja Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video hier, heute mal in meiner Küche. Und zwar habe ich mir mal was Kleines gedacht. Bitte beachtet den Hintergrund nicht, ich weiß, es ist ein bisschen unordentlich hier. Der Schrank, der nicht wirklich schön eingeräumt ist und der Kühlschrank, der oben voll steht am Ende. Wobei, die beiden Sachen können weg, dass hier... warum steht da ein leerer Ketchup drauf? Der kommt doch eigentlich hier in den Müll. Ja. Ja. Ja, und zwar habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen von Tanzverbot und Mario, Jim Hedmes. Nämlich Jim Hedmes hat ja, oder fangen wir erstmal so an, Tanzverbot, hat ja damals diese Mein Einkauf vom Videos gemacht. Und Jim Hedmes macht, hat ja diese Tastings gemacht. Beer-Tasting, Kaffee-Tasting, Fanta-Tasting. Boah, was hat er noch gemacht? Diese Süßigkeiten-Tasting, zum Beispiel diese Mario-Haribos. Von Super Mario, da habe ich mich sogar ein bisschen inspirieren lassen. Ja, und zwar kann ich dann gleich im Vornherein sagen, und zwar, er hatte ja diese, die hier gehabt, jetzt nicht in dieser Box, er hatte die Tüten gehabt, aber die in normalen Tüten habe ich nicht gefunden, ich habe nur diese Box geholt. Die möchte ich mir auch mal probieren, die sind sogar noch zu hier, da sieht man das, wenn die Kamera fokussieren würde, da, die sind noch zu. Und dann habe ich noch ein Video von Mario gesehen. Da habe ich mir auch gedacht, Mensch, das muss ich probieren. Und zwar ist das das hier, die Limited Edition zum Kuchenzeit, schmeckt nach Kuchen. Da habe ich auch das Video von Mario gesehen und dachte mir, okay, die habe ich bei meinem NP auch. Ich arbeite ja bei NP und deswegen wusste ich das Video auch haben. Da habe ich mir gedacht, okay, hole ich mir auch mal so eine Tüte. Und ich dachte mir, okay, sollte dieses Tasting-Video gut ankommen, also ihr sagt, okay, ihr würdet das auch mal sehen wollen, weil ich finde, wie gesagt, diese Idee selber macht mir riesen Spaß. Ich habe das nur bisher noch nicht gemacht, weil ich keinen Bock habe, dass es gleich heißt, oh, du hast geklaut. Aber im Grunde genommen habe ich nicht gar nichts. Ich habe mich nur inspirieren lassen. Geklaut wirklich ist es ja nicht. Das ist eher so ein Tasting, Vorstellung und so weiter und so weiter. Das machen viele andere Leute auch. Warum ist denn hier mein Licht noch an? Na. Auf jeden Fall, warte mal, brauche ich hier eigentlich Licht? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Naja, jedenfalls solltet ihr sagen, Mensch, diese Videos sind eigentlich recht eine coole Idee. Ich habe auch ein bisschen was vorgesorgt. Und zwar würde ich dann die hier mal in einem Video probieren, ob diese Haribos wirklich nach Kuchen schmecken. Also Mario meinte, ja, es gibt ein paar Haribo-Sorten drin, die wirklich gut schmecken. Hier könnt ihr euch das mal durchlesen, weil da jetzt erkennt man das nicht, weil ich nichts ausgemacht habe. Und zwar stehen hier die ganzen Sorten drauf, aber das erkennt man schlecht, ich erkenne das selber nicht. Oh, jetzt fokussiert die Kamera wieder nicht. Los, fokussier. Oh, fokussier! Ja, und zwar haben wir hier dran Orange Rüblikuchen, Himbeer Berliner. Oh, Berliner schmecken sehr gut. Das könnte Zitronenkuchen sein, aber das ist schwer zu erkennen. Schwarzwälder Kirschtorte, Apfelstrudel und Erdbeerdings. Wie gesagt, würde ich dann auch mal probieren. Also würde mich aber wirklich interessieren. Dann, das würde ich in Videoform probieren. Hatten wir jetzt auch bei uns beim Pickup zum Halloween. Das sind so eine Super Brain Special Edition. Die sollen sauer sein, aber hier hinten stand irgendwo drauf, dass es eine Mischung ist zwischen süß und sauer. Na gut. Und dann habe ich hier noch, weil ja bald geht ja die WM los, habe ich hier so zwei Sachen, nämlich einmal hier Stadionwurst von Haribo. Was ist das denn? Hier ist das Schimmel? Hä? Ja, wenn das jetzt Schimmel ist, ich habe mir die erst gestern gekauft. Wisst ihr, was das hier ist hier vorne? Ist das normal? Ich habe mir die erst gestern gekauft. Ich hoffe mal nicht, dass das Schimmel ist. Ja, und dazu habe ich mir dann noch die hier geholt. Die Dreierkette, die ich dann auch mal probieren würde mit schwarzen Johannisbeer-Erdbeer, bitte. Egal, es geht jetzt nicht davon. Oder darum. Aber das mit dem Haribo, das macht mich gerade echt sauer. Also wenn das jetzt wirklich Schimmel sein soll. Das habe ich auch jetzt zuerst gesehen. Scheiße, na egal. Vielleicht kann man das trotzdem noch essen. Ein bisschen das Schimmel rausmachen oder so. Mein Mindesthaltbarkeitsdatum ist auch noch nicht abgelaufen.
Ich hoffe mal nicht, dass das Schummel ist. Ihr könnt mir das ja mal in die Kommentare schreiben, was das sein soll. Naja, jedenfalls, es geht nicht darum. Und zwar bin ich persönlich kein riesen Chili-Fan oder sonst was von Essen, was so scharf ist. Bin ich eigentlich kein großer Fan von. Ich lüge euch nicht an, das letzte Mal, wo ich scharf gegessen habe, ist bestimmt schon 8 bis 9 Jahre her, mit Sicherheit. Lustigerweise esse ich aber total gerne von den Pringles diese Hot und Spicy Chips. Die sind nicht allzu scharf, die gehen so meiner Meinung nach, die sind ganz okay beim Essen. Aber so richtig scharfe Sachen, die mag ich gar nicht. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Yum-Yum-Tüten? Da sind ja meistens so, also Yum-Yum, die hießen damals in meiner Kindheit, hießen sie mal Yum-Yums. Aber sind wir mal zur Kirche gegangen, eine Tüte Yum-Yum bitte. Diese Instant-Nudeln, meine ich. Da gibt es ja so eine Sorte von Huhn. Und die esse ich meistens immer, aber jetzt nicht. Also manche essen die ja so roh, also nicht gekocht. Aber ich mache das immer so, ich esse mal diese Nudeln total gerne. Ich weiß, also damals als Kind habe ich sie auch so roh gegessen, sage ich jetzt mal. Aber mittlerweile bereite ich sie mir wirklich zu, so Nudeln rein, diese Gewürze mit rein. Aber da ist auch halt auf jeden Fall Chili mit dabei, also so Chili-Pulver, das mache ich nicht mit rein, weil ich bin kein riesen Fan. Aber jetzt war ich gestern einkaufen, habe ich ja schon gesagt, und da habe ich das hier gefunden. Hähnchenbrustfiletstücke Sweet Chili. Und da dachte ich mir, ey, die sehen so lecker aus und Hähnchenbrust esse ich total sowieso gerne. Da habe ich mir gleich mal noch eine Packung geholt, nämlich sind das hier, die waren auch recht teuer, muss ich dazu sagen, ich glaube 2,99 glaube ich pro Packung oder 2,50, so genau weiß ich es gar nicht mehr. Scheiße, ich hätte den Bon behalten sollen, na egal. Und zwar habe ich dann, wie gesagt, einmal die hier und einmal die hier. Die esse ich zwar jetzt nicht beide in einem Video, mein Gott, ey, ich bin schon dick genug, wenn ich hier jetzt 2 Packungen mal 150 Gramm mit Chicken Wings, soll ich schon sagen, nein, mit Hähnchenbrust esse, dann sehe ich ja aus wie keine Ahnung was. Ich mache das aber so, dass ich das ein bisschen mische. Also jetzt nicht beide kommen direkt auf einen Teller. Nein, ich mische das ein bisschen. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Wäre dann aber auch wieder blöd, weil ich kann die dann nicht so lange im Kühlschrank lassen. Und wie ich mich kenne, vergesse ich dann wieder, dass die offen in meinem Kühlschrank drin liegen. Naja, jedenfalls dachte ich, ich mache das mal in einem Video, dass ich mir das schon zubereite. Und ja, hier steht heiß und kalt genießbar. Jetzt weiß ich aber nicht, wie ich die hier... Hier steht, ich kann die in die Mikrowelle machen. Oh nee. In der Mikrowelle will ich das nicht haben. Was steht denn hier noch? In einer Pfanne. Bei mittlerer Hitze erwärmen, dabei mehrmals wenden. Ja, ich glaube, das mache ich gleich mal. Ja, wobei, meine Mutter ist da kann ich unten nicht filmen. Aber ich will das jetzt aber auch nicht in die Mikrowelle ballern. Ah, das ist Zwickmühle. So, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, das doch in der Mikrowelle warm zu machen. Eigentlich mag ich sowas gar nicht. Ich habe damals immer diese Fertighamburger gegessen. Esse ich auch heute noch, aber nicht mehr so oft wie damals. Ich habe sogar noch welche da. Ich zeige euch die mal. Hier, die hier habe ich damals immer rauf und runter gegessen. Dieser Cheeseburger hier. Die habe ich auch immer in der Mikrowelle warm gemacht. Und ich habe das... Eigentlich esse ich die nicht mehr so gerne, bin ich ganz ehrlich. Weil das ist dieses... Irgendwann hat man das so oft gegessen, dann kommt das einen einfach nur noch aus dem Hals raus. Da hat man dann keinen Bock mehr drauf. Aber durch die Arbeit habe ich keine Lust, dann am Ende des Tages, wenn ich Feierabend habe, hier noch irgendwie großartig am Herd zu sitzen, geschweige denn zu stehen und mir da irgendwelche Nudeln oder sonst was zu machen. Deswegen für zwischendurch ist das ganz okay, aber wie gesagt, allzu oft esse ich das nicht. So Leute, so sieht das Ganze aus. Hier sind die mit Chili und hier sind die normalen ohne. Das Ganze mache ich jetzt mal in die Mikrowelle bei 2 Minuten. Zumindest stand das hinten drauf. Aber ich mache ein bisschen mehr. Wie gesagt, tut mich jetzt nicht verurteilen mit Mikrowelle. Jeder isst sein Essen, wie er will. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich hätte das auch in der Pfanne gemacht. Nur meine Mutter ist zu Hause. Und ja, genau. Da kann ich, wie gesagt, schlecht in der Küche filmen, wenn meine Mutter halt im Wohnzimmer ist. Ist ein bisschen schwierig. So, während hinten jetzt die Mikrowelle noch am Laufen ist. Wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr von sowas findet, ob ihr sagt, ja, so eine Art Videos sind schon cool. Oder ob ihr sagt, nee, überlasst es mal lieber Tanzverbot und Mario. Aber wie gesagt, ich wollte sowas auch mal machen. Ich habe ja damals meinen Soda-Stream-Test gemacht. Ich habe auch meinen Soda-Stream immer noch. Ich habe sogar noch ein paar Soda-Stream hier im Kühlschrank, kann ich dir mal kurz zeigen. Hier Soda-Stream, da Soda-Stream, da. Hier unten die gesamte Reihe voll. Ja. Jetzt warten wir nur noch, bis das hier fertig ist. Und dann
kommen wir zum Probieren. Wie gesagt, bitte hatet mich jetzt nicht dafür oder so. Es war ja an sich nicht geplant. Mit der Mikrowelle meine ich jetzt. Aber warum mache ich mir so eine Gedanken, als ob ich der einzige Mensch bin, der sich Essen in der Mikrowelle macht, Mann? Ey, ich muss endlich mal aufhören, mir andauernd so zuzureden. Ey, als ob ich jetzt der erste Mensch bin von über 80 Millionen in Deutschland, die Essen in der Mikrowelle machen. Ey, Mann, fuckt mich das langsam ab, dieses ständige, bleibt ruhig, Leute. Mann, ey. Ja, sorry Leute, dass ich gerade so ausgerastet bin, aber ich mache das so oft und das nervt mich mittlerweile total. Ey, ich werde in 3 Tagen, zum jetzigen Zeitpunkt des Videos, wir haben den 13. November, hier, am 16. November habe ich Geburtstag, in 3 Tagen werde ich 20 und ich rede mir immer noch so zu. Ey, das geht mir so auf den Nerven, ehrlich. Als ob da jetzt irgendjemand ist, mich total beleidigt, weil ich mehr Essen in der Mikrowelle warm mache, nur weil der Herd besetzt ist. Und trotzdem rede ich so, als würde jetzt Leute kommen und mich in die Kommentare komplett fertig machen, als würden sie mich in der Kommentare zusammenschlagen, weil ich wie vielleicht jeder andere Mensch auch, nicht alle, aber ein bisschen, ein paar Menschen auch, sich Essen in der Mikrowelle warm machen. Ey, Mann, mich nervt das, ey. Da könnt ihr mal sehen, was für einen Schaden man kriegen kann, nur weil da irgendwelche Leute sich denken, ha, den machen wir jetzt alle, weil die müssen wir jetzt haten, so ein Scheiß. Also sprich die Hate-Welle, was ich damals so abbekommen habe, mit dieser scheiß Laberei, mit ich hätte Leute verprügeln halt zum und dran. Was das alles anrichten kann bei einem. Oh, nee, sorry, Leute. Also, wie gesagt, es geht jetzt um diese Chicken, wie heißen die Dinger nochmal? Die Brustfilets hier, die Hähnchenbrustfilets. Ich habe hier, ich weiß nicht, wie scharf die Dinger sein sollten. Deswegen habe ich mir jetzt hier Bibi-mäßig noch eine Milch geholt, eine kalte aus dem Kühlschrank. Hier, die kommt hier in so ein goldenes Glas rein von Cola. Wie gesagt, ich bin kein riesen Schärfe-Fan und die sogenannten Yum-Yums, die ich von angesprochen hatte, das sind die hier. Die meinte ich. Da ist auch so ein Chili-Pulver mit drinne. Ja, gut. So viel erst einmal dazu. So. Dann probiere ich erstmal. Halt, ich muss mein Ketchup. Ohne Ketchup geht hier gar nichts. So. So, vielleicht brauche ich die Milch auch gar nicht. Vielleicht tue ich auch mal wieder überreagieren. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, es tut mir leid, dass ich gerade so durchgedreht bin. Nur mich nervt das immer tierisch. Dass ich hatte schon so viele Videoprojekte gehabt, habe die aber nie gemacht, weil ich erst mir dachte, ja, ist geil. Und zum Schluss dachte ich mir, da gibt es doch bestimmt eh wieder nur Ärger in den Kommentaren. Und dabei ist das eigentlich alles dämlich, was ich denke mit, oh, es gibt Ärger und es gibt hier, es gibt dies, es gibt das. Ich verstehe nicht, warum ich so bin, ehrlich. Anstatt einfach mal das Video zu machen und hochzuladen, nö, mache ich erst das Video. Und denk mir dann, ja, cool. Und dann verweilt das wieder auf meinen Kanal. Ich tue es nie veröffentlichen, weil ich mir denke, es gibt wieder nur Ärger. So, egal, genug geärgert. So, ich schneide mir jetzt mal hier so ein Hähnchenbrustfilet hier in 2 Stücke. Von innen. Da nehme ich mal die Gabel hier, weil ich bin hier nicht bei McDonald's, dass ich hier mit den Fingern essen muss. So, so sieht das Ganze von innen aus. Und übrigens solltet ihr... könnt ihr euch ein bisschen geehrt fühlen, weil normalerweise will ich meine Ruhe haben beim Essen. Jetzt tue ich dabei sogar noch mein Essen filmen. Ja, es ist wie gesagt zum Probieren. Probieren wir mal das Ganze. Tunken wir mal kurz im Ketchup rein hier. Oh, ein bisschen heiß. Ja. Schmeckt aber. Das muss ich sagen. Würde ich zwar jetzt nicht jeden Tag essen, na gut, jeden Tag sowieso nicht. Aber mal für zwischendurch kann man das mal gerne machen. So. Jetzt kommen wir. Oh, jetzt habe ich den gerade in den Ketchup reingeschoben. Okay. Jetzt kommen wir zu den etwas. Also zu diesen Chili, Sweet Chili. Und zwar haben wir hier, das ist das sogenannte Sweet Chili. Seht ihr auch schon von der Farbe, das ist hier rot, da klebt ein bisschen Ketchup dran, habe ich gerade aussehen da reingeschoben. So. Aber den möchte ich jetzt mal ohne Ketchup probieren. Das spricht ohne was drauf. Nicht, dass das die Schärfe oder so. Ich will einfach mal probieren. Könnt ihr ja mal gucken,
weil ich möchte mittlerweile ein bisschen mein Leben, wie gesagt, ich werde in 3 Tagen 20, da muss ich ein bisschen mal was ändern, da darf ich nicht mehr so kindlich sein und sagen, oh nee, nee, oh nee, da muss ich wirklich mal, ey, ich werde bald 20, hallo 20, meine Güte, ein bisschen muss ich auch mal mein Leben in den Griff kriegen und nicht immer so kindlich, so. Ja. Also, das Interessante, es ist gar nicht scharf. Also, jetzt im Abgang ein bisschen, aber es ist gar nicht so scharf, wie ich dachte. Also, es ist voll okay, muss ich sagen. Es schmeckt von den Schärfegrad her, finde ich, die sind genauso scharf vom Schärfegrad her wie Pringles Hot and Spicy. Und vom Geschmack her sind die tatsächlich unterschiedlich, was ich nicht gedacht habe. Es ist ja eigentlich das gleiche Produkt. Es sind ja Hähnchenbrustfilets. Ich kriege übrigens dafür kein Geld oder so. Ich möchte, wie gesagt, einfach nur so ein Tasting-Video machen, wie damals Jim Hadmiss oder auch Mario. Jim Hadmiss ist Mario. Tanzverbot. Ich muss schon sagen, also richtig scharf, wie gesagt, ist es nicht. Es geht. Also muss ich sagen, und wie gesagt, ich bin kein Riesenschärfe-Fan, aber das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Wie soll ich den Geschmack? Also ich finde, dieser Sweet Chili hier ist vom Geschmack her etwas intensiver als die ich gerade hatte. Die ich eben gerade hatte, sind so dieses normale okay. Und hier merkt ihr, okay, da ist ein bisschen mehr Gewürz drauf als beim anderen. Und deswegen kann ich ganz klar sagen, gefallen mir diese Sweet Chili Dinger etwas besser. Muss ich echt sagen. Ja. Gut. Das war's zum Test. Ich kann euch sagen, die schmecken ganz gut. Ich habe mir die von Aldi gekauft. Die gibt es aber auch eigentlich bestimmt auch irgendwo anders noch. Das weiß ich jetzt nicht. War halt nur bei Aldi. Ich weiß zum Beispiel, mein Laden, also wo ich arbeite, wir haben Hähnchenbrustfilets, aber keine mit Chili, sondern diese ganz normalen nur. Ja, also ich bedanke mich fürs Zuschauen. War mal ein etwas anderes Video. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt. Dann werde ich das mal öfters machen, auch mit den Haribo zum Beispiel. Auch wenn ich bei dem einen immer noch gucken muss, ob das jetzt Schimmel war oder nicht. Ich hoffe mal nicht. Gut. Ich esse jetzt erstmal in Ruhe auf. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, wie gesagt, machen wir ein bisschen was anderes. Haut rein, Leute.